Moin Moin und willkommen zurück zu Covenant Exiles mit mir, Akela, Iro, Mathilde, die Unbekannte, Hallo. Der Träger, Sklaven und Peter nicht zu vergessen. Nein, das ist Horst. Ich brauche eine Namensliste langsam. Ja, besser wär's. So, wir haben aus Versehen den Server, wie ihr seht, angelassen und ja. Das heißt, wir gehen gleich nochmal auf Sklavenjagd. Willst du zwei andere Sklaven auch aufstellen? Auch machst du schon, oder was? So, ja. Ich wollte nochmal schnell da die rausschmeißen. Okay, dann, warte. Packe ich mal den Träger hier zur Seite. So, dann packe ich hier noch die Tänzerin hin, die Dafari-Tante oder Dafari-Tänzer. Ist das nicht so alleine? Packe ich das, was ich jetzt noch beim mit mir rumschleppe, nochmal weg. Weil abgesehen von neuen Sklaven dachten wir uns, wir kümmern uns wieder um Bauarbeiten. Heinrich mit seinem Turm und ich wollte ein bisschen an der Küche arbeiten. Das heißt, unser Koch wird jetzt erst nochmal ganz schnöde am Lagerfeuer platziert. Bringt hier natürlich nicht so viel, aber der kriegt auch noch was Besseres zu tun. So, das heißt, ich nehme mir auch wieder meinen Ersatzbogen. Ja, stimmt, den Standardbogen, den ich habe. Und die Frage ist, wo wollen wir hingehen? Wollen wir nochmal die Stadt versuchen oder über einen anderen Eingang? Oder wollen wir nochmal woanders hingucken, wo wir Mitarbeiter rekrutieren? Ich kann auch mal woanders gucken, aber ich frage mich gerade, wo meine stumpfen Pfeile hin sind. Habe ich jetzt aus Versehen weggenommen? Also ich hatte meine... Absicht. Okay. Konnten wir... Die wollte ich ja auf einen anderen Bogen legen. Konnten wir Skelette auch versklaven? Nee, die müssen wir sozusagen neu erwecken. Erschaffen, okay. Ach ja, hier muss ich auch nochmal zumachen. Muss ich mir jetzt den Knüppel wieder nehmen und die Fessel. Genau. Und ich nehme was zu essen mit. Diesmal bin ich schlauer. Ah ja, wir haben uns neue Rüstungen machen lassen oder... Ja, wir hatten solche Rüstungsteile schon. Aber hier unser Leibeigener Nummer 3, der kann die natürlich außergewöhnlichen Rezepte machen. Sind natürlich gleich besser, halten mehr und ja. Ja, ich nehme wieder Tussi. Ja, dann. Ach, hier muss ich auch nochmal zumachen. Nimmst du Iro mit? Eigentlich habe ich den schon mitgenommen, oder nicht? Der steht hier noch. Ey! Und der steht auch nicht als folgt. Also. Sieh zu! Na, ich vergessen ihn zu Also irgendeinen Kämpfer könnten wir bestimmt noch gebrauchen. Hast du dir gemerkt, was wir für Leute brauchen? Ich glaube, ein Sandsturm kommt. Ich habe es nicht gemerkt, was wir brauchen. Ja, das könnte ein Sandsturm sein. Ich glaube, in dem Fall... Wollen wir da einen Break machen erstmal? Machen wir eine kurze Pause. Genau, und... Sandsturm müsst ihr ja nicht mit anschauen. Nee, da können wir auch nichts machen. Das ist halt Schachmatt, ne? Ist halt ja. Doof. Machen wir hier eine kurze Pause und wir melden uns nach dem Sandsturm wieder. Bis nach dem Sandsturm. Haut rein. Tüdelü. Ja, moin, moin nochmal zurück. Und ich stehe erstmal auf. Sandsturm ist vorbei. Aufstehen, Mathilde. Na los. Ja. Ich habe so schön geschlafen. Hast von Sklaven geträumt, hä? So, wo wollten wir jetzt Sklaven-Bewerbungsgespräche durchführen? Ich
würde sagen, am ehesten in der Stadt, oder? Na gut. Ach, siehst du, wir hätten mal während des Sandsturms nachgucken können, was wir noch so brauchen können. Ups. Zimmermann brauchen wir jetzt nicht mehr. Ein Schmelzer? Vielleicht? Schmelzer können wir immer brauchen. Handwerker auch. Also, da waren noch nicht alle Werkbänke vor. Netten Kämpfer oder so kann man auch gebrauchen. Ja. Aber nichts mit Stufe 2. Außer wir hätten jetzt gar nichts, dann ja. Tänzer gehen auch immer, aber Koch haben wir letztes Mal mitgekriegt, Stufe 3. Ja. Ja. Jetzt allerdings noch nicht brauchbar, weil wir noch keine vernünftige Kochstelle. Wie sieht das hier in der Kneipe aus? Können wir die Leute auch versklaven? Bogenschütze 3 und unwichtiger Kämpfer. Tänzer 3, Tänzer 3. Alter Schwede. Tänzer 3, ja, das sind mal. Wenn die da nichts drin hat, ne? Das sind Torpedos. Oh, die geht hier auch ab. Alla, die Welt, die will ich alle versklaven. Händler, kann ich den Händler versklaven? Nicht wirklich. Na gut. Laufen wir mal die Stadt so ein bisschen weiter lang. Ist ja größer als nur hier, ne? Ja, ist richtig. So, auf jeden Fall wieder. Ah, hier haben wir noch gekämpft vorhin, letztes Mal. Ja, ich will ja auch schon wieder Kampfmusik. Ja, hinter dir. Kommen sie gleich auf dich zu. Willst du töten oder was? Da ist wieder ein Träger, den könnte man sich schnappen. Aua! Aua! Scheiß Feuer. Ah, ich kann nicht mehr so schnell ausweichen hier in dieser Rüstung. Kann nicht mehr so cool wegrollen. Dann brauchst du vielleicht eine Ausrüstung für leichtere Leute. Ich hau hier ab. Alter! Ich komme ja gar nicht mehr zum Ausholen hier. Okay, ich glaube, das war's. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Ich lauf weg. Ah, oh, da gehört's nicht zu mir. Ich muss weg. Okay, dann können wir planschen. Koch Stufe 2, da haben wir Glück gehabt. Ja, den können wir, wenn aber nochmal holen, weil wir werden ja noch eine zweite Kochstelle haben. Und mal darum. Hier gibt es anscheinend immer Köche irgendwie. Ja. Die Träger hattest du nicht mehr gekriegt, ne? Mhm. Na egal. Ach nö. Okay, gleich wieder ins Wasser. Oh, hier ist eine Truhe unter Wasser. Cool. Nice. Ist zwar nur ein Goldbarren und irgendwas anderes drin, aber. Nee, hey, Goldbarren, das ist doch super. Also, solange wir hier mit diesen Typen nicht easy peasy fertig werden, gehen wir nicht in diese verlorene Stadt da rein oder was das da für eine Stadt war. Och. Und da können wir schon trotzdem mal hinkommen. Aber diese blauen Skelette, die haben uns ja ganz einfach fertig gemacht.
Ja, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Wo ist denn dein Sklave? Die kommt gleich schon irgendwo. Ah, okay. Da. Wunderbar. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Hey, wer bist du? Eine Schmiedin. Gerber 1. Oh, das ist ja cool. Oh. Der hat genauso eine Rüstung an wie wir übrigens. Ja. Ah, hier alles Bogenschützen. Ach so, hier ist das. Hallo. Komm mal nicht durch, oder was? Nee. Zumindest nicht. Ja, dann klettern halt, ne? Irgendwie kommt man da schon rein. Oh, hier ist ein Gefangene. Was kann man mit Gefangenen machen? Hier ist ein Zuchtmeister. Kämpfer. 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 Zuchtmeister, Lehrling, die ich nehme nicht mit, und Gefangene. Hm. Also einen Zuchtmeister brauchen wir erst dann wieder, wenn wir quasi neue Sklaven haben. Ja. Ja. Lassen wir die Zuchtmeister mal Zuchtmeister sein. Was haben wir hier noch? Bogenschütze, Einserschmied. Hm. Hm. Und da hinten auf dem Markt, was haben wir da auch noch vielleicht? Also eine Tänzerin? Tänzer auf jeden Fall. Ein Trödler. Anzug der Mittellose. Händler, Händler. Zimmermann 1, Bogenschütze 2, Kämpfer 3, Tänzer 1, ne, die ist mir auch zu angezogen. Die kann man ja wieder ausziehen, ne? Händler, Händler. Schmelzer 2. Wo? Hier. Hm. Ich glaube, das ist unser Freiwilliger. Ja. Schmelz hier gleich eine. Ja, der hatte nicht viel zu melden, würde ich sagen. Hä, hey, warum rennt meiner da weg? Ja. Dann Pause? Ja, mach das. Bring den mal weg. Ich guck mal hier weiter. Ja. Vielleicht finde ich ja noch was Tolles. Wenn nicht, werde ich irgendeinen unschuldigen Kämpfer mit nach Hause nehmen. Okay. Plünderer. Naja, dich wollte ich jetzt eben nicht haben. Obwohl, du bist alleine. Was passiert, wenn ich dich... Dass ich dich nicht ausknocken kann? Das ist sowas von doof. Du brennst mich gerade nieder. Das finde ich voll noch doofer. Ach komm, ich versuch's erst gar nicht, da tut sich nix. Ja, hier ist ein Rundturm. Okay, hier ist der Einser Alchemistenverband. Was haben wir hier? Kämpfer 2, Kämpfer 1.
Und Tänzer 1 labert. Schmied 2, also, Schmied 3. Schmied 3. Ja, bist gerade zu Hause. Wir haben da einen Named. Ah, dann lass mal Named. Also wir bräuchten für die Werkbank noch einen. Ich bin mir aber nicht sicher, was wir dafür einen brauchen. Wir haben nämlich einen in der Werkbank des Zimmermanns und Werkbank des Rüstungsmachers haben wir einen, aber in der normalen Werkbank nicht. Werkbank eines Folterers haben wir auch nichts. Ja, ansonsten unsere Sachen bislang besetzt. Ja. Ja, dann suche ich mir irgendwo einen Kämpfer 3. Soll ich Herumtreiber, zu dir kommen? Upsala. Soll ich zu dir kommen und dir helfen, oder? Ja, man kann ja... Wir haben ja noch 3 Plätze frei, ne? Also... Okay. Die Jagd ist noch nicht vorbei. Bloß hier, wo ich gerade rumlaufe, gibt es viele Rumtreiber. Die sind halt doof. Kann ich nicht gebrauchen. Okay, dann gucke ich, ob ich noch einen Zweier- oder Dreier-Typen finde. Ich weiß nicht, ob wir es schon letztes Mal nachgefragt haben, aber wir haben ja immer schlaue Leute in den Kommentaren. Die wissen doch bestimmt, ob man Herumtreiber oder Plünderer, ob man die vielleicht versklaven kann. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Die wissen es nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie geht's nicht. Oder man muss vielleicht irgendwas Besonderes wieder haben. Keine Ahnung. Rüstungsmacher 2. Du siehst cool aus. Irgendein Hunter. Bist du ein noble adventurer? I am Gil Zahn. Von dem kannst du was lernen, Moshi. Provozieren habe ich jetzt gelernt. Of this cursed city, then perhaps I can offer some advice. No charge the first time. Naja. Fortune favor you. Ob man den betäuben kann? Willst du das Emoji auch noch lernen oder hast du das schon? Nö, ich hab das noch nicht. Dann warte ich hier. Weil ich nicht weiß, ob man den auch vielleicht versklaven kann. Aha! Oh, ah? Ah, Hilfe, Rumtreiber! Ah, Hilfe, Hilfe! Ah, ich komme hier nicht weg! Ah! Wo bist du? Ah, jetzt hast du es doch geschafft. Ja. Ich wollte diesen einen Dings eigentlich gerne noch umbringen, diesen einen scheiß Träger, aber... Kämpfer 2... Lizan, der Treasure Hunter. Ah, habe ich gefunden. Ich hab's auch gelernt. Was meinst du? Aber ich glaube nicht, dass man den zerlegen kann, oder? Ich glaub's nicht. Aber hier oben habe ich eine Tänzerin gefunden, die nehme ich mal mit. Ja, Rumtreiber. Mag ich nicht. Und aua! Auch Herumtreiber, die mag ich doch nicht. Oh. Kämpfer 2. Ach, jetzt geht auch die Sonne unter. Alter, heute haben wir irgendwie Pech, ne? Erst Sandsturm, jetzt noch Dunkelheit. Ich will noch einen anderen. Ich auch. Also, 2 Leute fehlen uns noch quasi. Und ich hätte gerne. Ich sehe immer nur Kämpfer 2.
Ja. Ich hätte gerne einen Kämpfer und keinen Bogenschützen. Hm. Naja, das sind noch Zimmermänner. Jetzt nehme ich gleich einen Kämpfer Stufe 2. Ja, egal. Ja, die Typen mit den Granaten finde ich eigentlich cool. Die hätte ich gern. Hm. Ach, egal. Ich probiere jetzt hier mein Glück einmal. Ach, und ich glaube, ich nehme gleich einen Bogenschützen. Was machst du da? Kämpfen. Gegen die Banditen, oder? Nein. Ah, und ich glaube, ich werde doch wieder auf eine mittelschwere Rüstung... Ja, hast du schon gesagt, du kannst nicht so gut ausweichen. Aua. Ja, nee, ich hau hier doch wieder ab. Das ist total kacke. Ich bin voll auf mein Ausweichen nämlich getrimmt. Und wenn das nicht geht, habe ich echt ein Problem, habe ich gerade festgestellt. Ja, er kann zwar ausweichen, es verbraucht aber sehr viel Ausdauer. Und weicht auch nicht so weit aus. Oh, ich habe eine Bogenschützin, die heißt Lisa Langbogen. Die wird geknüppelt. Nee, ich bin weg, sonst bin ich tot. Aua, knüppel die weg. Wo ist die hin? Die glitscht weg. Ah, jetzt ist da noch so ein paar Skorpion. Ah, jetzt ist noch ein Langbogenschütze der Stufe 3 hier. Okay, jetzt habe ich hier in die Scheiße gegangen. Ah, ich bin weg. Ich bin tot. Scheiße. So richtig tot, tot? Ja, tot, tot. Wo ist denn unsere Bettrolle? Oh, ich sehe die. Ja. Nimm Bettrolle. Ich konnte nichts mehr wählen. Ich hab zu lange gebraucht. Ich hab zu lange gebraucht. Er hat mich automatisch irgendwo hingeballert. Ah, ich bin zu Hause. Okay, die vielen waren zu viel für mich. Also, ah ja, ich bin zu Hause, aber im alten Zuhause. Alten Zuhause? Ach, du bist so beim Bett gespawnt. Ah. Ah, dann kannst du Färbemittel mitbringen, wenn du nach Hause kommst. Ich glaube, ich zerstöre das Bett, ey. Ja, da kann ich auch uns hier einfach Neues bauen. Toll, jetzt kann ich die Folge wieder zurücklaufen. Färbemittel. Alles, ja? Leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Ich hoffe, der Iro hat überlebt. So, Leute, vernichtet sie! Metzelt sie nieder! Ja, genau, bringen sie zur Basis. Kann man nicht einen Rüstungsmacher Stufe 2? Werdet ihr gesegnet. Ach so, das hat der Wolf schon aufgefuttert. Na gut.
mache ich uns hier halt ein neues Bett, meine Güte. Praktisch. Man kann sich ja noch in der alten Basis einkleiden. Oh, na toll. Ich habe nicht das Wissen, um dieses Objekt zu reparieren. Oh. Weswegen habe ich denn hier einen Dreier-Armorer? Menno. Ja, dann baue ich mir halt neue. So einen außergewöhnlichen Harnisch habe ich ja schon mal so. So, ich bin jetzt Michonne. Ich habe Katana. Kung Fu. Ich hab's voll drauf. Ich auch wie ein Samurai. Mit dem Katana. Hi, Chaka! Ja. Ja, jetzt laufe ich erstmal wieder Kilometer weit rum. Ah, ich laufe echt wie ein Samurai, das ist cool. Mittleres Gamaschenfutter. Ach, hört auf zu heulen. Ich hoffe, jetzt, wo ich gestorben bin, sind alle wieder da. Ich glaube nicht. Haben Sie die Rüstung kaputt gemacht, oder? Nein, ich mache mir gerade eine neue, alles dann außergewöhnlich. Okay. Ich bin jetzt wieder mittelschwer. Weil es hat mich gestört, dass ich immer nur so ein Stückchen zurückgesprungen bin. Ja, ich konnte auch nicht so schön bei... Er kann hier richtig, hier mit der Rüstung kann er richtig schöne Saltos machen. Das konnte ich auch nicht. Nee, und das ist mir einfach zu träge. Oh! Ja. Das sieht cool aus. Ja, aber also, ich bin nicht so der Zweihandtyp. Ich habe das schon mehrfach festgestellt. Zweihandwaffen sind einfach nicht so. Stimmt, das ist eine Zweihandwaffe. Ja. Und ich finde das halt zu langsam. Ich habe lieber schnelle, kurze Schläge. Ja, ich mache lieber gezielte Schläge, die Aua machen. Ich weiß. So, dann kümmere ich mich jetzt einfach mal um die Kücheneinrichtung. Mach das. Ich laufe. Ja. So. Kannst du auch mal eine Kiste bauen für Färbemittel? Ja, mache ich. Und hier unsere Klamottenschränke, die kommen auch noch ins Schlafzimmer hoch. So, und ich glaube, diesen Futtertrog können wir auch wegmachen, weil brauchen wir... Ups, hehe. Ich habe aus Versehen eine Sandsteindecke zerstört. Jo, das schnell repariert, alles gut. Muss ich mal überlegen, wie ich hier was hinräume. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal ganz kurz wieder eine neue Sandsteindecke. Aber das geht ja ganz schnell. Ja.
Weil in der Ecke würde ich halt auch tatsächlich gerne was hinstellen. Ach, die Tussi folgt mir ja immer noch. Ja, brauchst mir nicht mehr folgen. Ach, jetzt steht die in der Statue der Erfrischung. So eine dumme Kuh. So. Den Tisch. Vielleicht stelle ich den Tisch in die Mitte mal. Sie ist auch mal auf dem Balkon. Ihr stört jetzt nämlich gerade hier. So, diese eine Ziegelmauer hat ja auch gestört. Kannst du aber auch lassen. Zu spät. So. Ja, Kätzchen, hallo. Katze, du machst hier all... Ja, miau, du mich auch. Ich hab dich auch lieb. Ja. So, der Herd. Ich glaube, wir können einen Break machen, bis ich wieder zu Hause. Das dauert noch. Aber ich richte doch gerade die Küche schön ein. Du richtest die Küche ein. Oh, Katze, du reichst hier alles runter. Oh, jetzt habe ich kurz zu dir rüber geguckt und jetzt bin ich im... Ja. Ja, in einer Mauer. Warum hast du sowas? Ja, weil ich kurz auf deinen Monitor geguckt habe, dann bin ich hier runtergefallen und komme nicht mehr aus der Mauer. Oh, ich kann Kaktusweinen herstellen. Cool. Und Met. Cool. Früher das alles braucht man Gärmittel. Na gut. Ich habe keinen Bock jetzt wieder mich zu töten und dann den ganzen Loot hier zu verlieren. Ja, das kann ich habe die ganzen Färbsachen dabei, die sind dann weg, ne? Da kommst du nicht mehr hin. Ja, dann musst du halt laufen. Und das Tolle ist, dann musst du halt laufen, dann geht wahrscheinlich auch meine zweite Rüstung jetzt kaputt. Warum? Also, ich habe es geschafft. Juhu, weg hier. Ach, du bist da reingeglitscht. Und okay. Ich bin da wieder. Aber ich habe es ja gerade hingekriegt. Ja, oder so. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja knapp. Boah. Kurz mal nicht geguckt und dann glitscht, läufst du da runter und dann glitscht in der Wand. Aber das ging ja noch. Ich sag, das ist ja nur so ein kleiner Teppich. So, dann nehmen wir den einen Koch da einmal wieder weg. Ey, Koch. So, hier unten brauchen wir dich nicht. So, was kannst du denn Schönes machen? Eistee? Honigdörrfleisch, Honigbrot mit honigglasierte Eier und Schleimsuppe mit Honig. Und Austernomelett, Buschdörrfleisch, Chili nach Wüstenart. Dafari-Käfersuppe,
Eis Surprise. Gelb-Lotus-Suppe. Oh, der kann eine ganze Menge. Schick, schick, schick. 100-jähriges Ei. Oh, mit dem können wir eine ganze Menge machen. Nett, nett, nett. Na gut, meinetwegen können wir einen kleinen Break machen. Okay. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten geht's nächstes Mal weiter. Haut rein. Ciao. Tschüss.